Sehr geehrte Freunde, ich bin's wieder, euer Lunaflexi, und ich begrüße euch zu einem weiteren Part mit Jokey und Funky Monkey. Jo, geil. Von die Schlümpfe, ich sitze auf meinem Gamepad, so. Vielleicht spiele ich dann besser. Das macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Aber auch nicht viel Unterschied. So. Und jetzt machen wir... Das war allerdings auch wieder sehr schlagfertig, ich bin begeistert. Danke. Das Level ist bald auch begeistert, wenn du verstehst, was ich meine. Haust du jetzt einen nach dem anderen raus? Was ist los? Ja, ich habe gerade nochmal mein Lexikon gepaukt, als ich auf Toilette war. Ein Flexikon? Mein Flexikon. Weißt du was? Nee. So, ich will wieder mit einer... huch! War das jetzt drin? Ja, ja, hab ich doch gesagt. So. Aber das erklärt auch einiges. Nein. Felix. Spieloptionen, Passwort. Gut. Warum wird da Passwort eigentlich mit D geschrieben? Warum schreiben die Akt auch immer mit C, obwohl das auf Deutsch eingestellt ist? Ich versteh's nicht. Ja, weil das wahrscheinlich so einfach, ja, das kapieren die Deutschen schon so. Da müssen wir uns jetzt nicht noch irgendwie Mühe machen und das umändern. Das ist international, ja. Ist wie Kindergarten. Ja, oder Butterbrot. Butterbrot. Greyhound. In Russland haben die das ja, Butterbrot. Butterbrot. Oder du gehst nach Ding oben und zum Beispiel auch Weltschmerz als Wort übernommen. Bla 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 bla. Der Überraschungsschlumpf. Oder du gehst nach in den Norden und bestellst einen halben Hahn und kriegst dann. Was? Halber Hahn ist Kölsch. Ja. Da kriegst du ein Käsebrot. Kölsch ist das? Ich dachte immer, das wäre. Ja. Ein halber Hahn. Gut, und jetzt mal zu dem Spiel. Liebe Freunde, dieses Spiel ist von Infogrames und hat so ziemlich die schönste Musik, die man sich in einem Super Nintendo-Spiel vorstellen kann. Von den Schlümpfen zumindest. Allgemein muss ich sagen, dass für mich der Super Nintendo die Konsole mit den geilsten Musiktiteln überhaupt ist. Ja. Einmal das und zweitens auch eigentlich mit den liebevoll gestaltetsten Spielen, weil danach war alles nur noch auf Grafik und nicht mehr auf Detail und Liebe. Also das gab es nur ganz selten in ganz wenigen Spielen. Jetzt kommt... Nach den klassischen Konsolen, sage ich mal in Anführungszeichen. Jetzt kommt gleich was, für was mich so viele Leute verprügeln werden. Und zwar, ich hasse die N64. Ja, tut mir leid. Das waren die Anfänge der 3D-Technologie der Polygone und es sieht einfach alles schrecklich aus. Tut mir leid. Da mag ich lieber diese comichafte comichafte Grafik des Super Nintendo. Kommt mir einfach die Grafik besser vor. Tut mir leid. Sure. Es gibt ein paar Spiele vom N64, die ich ganz nett finde. Ja, tatsächlich ganz nett. Aber da wird aus keinem Nintendo-Franchise von mir das Lieblingsspiel drin sein. Und keinen einzigsten. Auch Zelda, ich finde A Link to the Past wesentlich geiler, schöner und besser als Ocarina of Time. Schlag mich dafür. Was war das denn jetzt schon wieder? Der Epic Frosch of Doom war der Epic Frosch of Doom mit dem No-Clip-Cheat. No-Clip-Modus, ja. Und God-Mode, ja. Frosch-Gott. Wie bei, wie heißt es? Drawn Together, da hatten die doch auch hier Froschgott. Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Drawn Together kennt. Die kenn ich. Kenn ich eh nicht so viele Folgen. Das Spiel trollt mich gerade ein bisschen, merkst du es? Ja, die Frage ist, inwiefern du dich auch selber trollst. Und das aufs Spiel abbilden. Vielleicht ist auch mein Controller, obwohl eigentlich kann ich gegen meinen Controller nichts sagen. Den benutze ich jetzt seit 6 Jahren. Der funktioniert immer noch wie am ersten Tag. Ich wollte gerade sagen, der funktioniert immer noch, weil meiner fängt langsam echt an zu haken und zu ruckeln und zu bremsen. Wow, du hast es geschafft. Meiner besteht mehr aus Klebeband, also ich hab's auf leicht umgestellt. Ich geb dir erstmal einen Blitz ab, ich wette mit dir. Schade. Aber dafür einen von den Lava-Brocken. Ja, da ist eine Himbeere und da kommt ein Geist gleich auch. Das musst du sprengen, diese Sanduhr. Ah, okay. Ich dachte, man kann da auch drüber sprengen. Nein. Dafür kriegst du wieder eine gewischt vom Blitz. Mhm. Ich mag dieses Level nicht. Nee, das ist auch echt schwer. Oh. Weil siehst du, dem Geist kannst du auch nicht ausweichen. Du musst da so krass dich bücken. Oh Gott. Ich wollte ducken sagen, aber... ja, gut. In Köln sagt man bücken. Da gibt es ducken nicht. In Köln sagt man bücken. Ich mach's gerade nur schlimmer. Nee, das ist halt Dialekt. Ja,
Dialekt ist das. So. Worauf habe ich mich da eingelassen? Keine Ahnung, aber was ich dazu auch noch sagen wollte, bei dem Level, da finde ich sogar die Musik scheiße. Einer der wenigen Level, wo ich die Musik scheiße finde. Ja, die Spinnen sind toll, aber die kriegen nachher noch einen wesentlich genialeren Auftritt. Ja, das stimmt allerdings. Jetzt hast du mir das vorweggenommen. Weil das Auge ist schließlich mit, ne? Ja, das Auge sieht mit. Und diesem Blitz bin ich jetzt gar nicht böse, weil ich da durch den Geist durchgeknödelt bin. Ja. Komm. Das war aber, hat auch keine Briefmarke dran gepackt. Ja, da nicht mehr. Mein Herz ist gerade ein bisschen stehen geblieben, möchte ich kurz fast behaupten. Na komm, wunderbar. Oh, ich dachte jetzt, du hättest dich selber gesprengt. Nee, aber wir haben es gleich geschafft. Ja, aber jetzt kommen Geister. Was, wo denn? Jetzt sprengen wir erstmal dieses Ding hier weg. Und jetzt sind wir ein bisschen vorsichtig. Ich bin dir jetzt auch fast dankbar, dass du auf diesen Modus zurückgreifst, weil... So, jetzt. Jetzt schnell da durchrushen, dann trifft dich da auch keiner. Weißt du, was ich auch nie kapiert habe? Die Spiele sind ja zumindest relativ realistisch. Was soll... Ja, Schlümpfe leben ja auch in Genau, Elchen. Aber was sollen diese komischen Schwerter da? Das habe ich auch nie kapiert. Ja, das sind Geisterschwerter. Ich mag das Level nicht. Es gibt so viele Gründe. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Beim ersten Versuch. Okay, der war auch nicht schlecht. Okay. Und wir haben sogar noch ganze 8 Minuten. Und jetzt kommt. Mein Lieblingslevel? Jawohl. Das Feld. Tatsächlich mein Lieblingslevel. Da geht mir auch der zweite Part davon ziemlich auf den Geist. Aber das ist halt meine Farbe, so helles Grün, Giftgrün, das ist meine absolute Lieblingsfarbe. Und so die ganzen Blätter und so, das ist wahnsinnig toll. Und die Musik ist da auch so catchy irgendwie. Ja, aber die ging mir fast auch auf den Sack. Welche Musik ich cool fand, war die im, sag schon. Britannia-Wald. Britannia-Wald. Ja, wie gesagt, im Bonus-Level, die finde ich gut. Mhm. Und die im Sumpf finde ich auch sehr cool. Ja, der Sumpf ist allgemein ein extrem geiles Level. Mit dem Rumgezwirbele da. Ja, und mit diesen komischen Rüssel, Krabbel, Wasserflöhen, irgendwie. Keine Ahnung, wie ich die nennen soll. Wasserläufer. So, Wasserläufer. Aber mit Rüssel. Mhm. Und die Musik vom Abgrund, die finde ich auch ganz cool. Aber das Level als solches hat mich nicht so begeistert. Mein Hasslevel tatsächlich ist aber auch nicht der See, sondern... Mein Hasslevel ist das Gebirge, eindeutig. Mein Hasslevel ist dieses, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber wo du mit der Kerze rumrennst und... Die Grotte. Was? Die Grotte heißt das. Ich habe was ganz anderes verstanden. Das würde mich jetzt interessieren. Was hast du verstanden? Da will ich sagen, fängt mit F an. Da war doch überhaupt kein Z-Laut jetzt. Ja, ich weiß, aber ich habe es jetzt gerade so weit verstanden. Aber stimmt, da hätte man auch eine Lampe gebraucht. Jetzt war ich schon wieder so desorientiert, das Mann. Unglaublich, du verführst mich hier heute zu Witzen, die eigentlich vollkommen unter meinem Niveau sind, aber... Weißt du, du es ja heraus. Wir haben schon wieder ein vollkommen unglaubwürdiges Szenario. Wir spielen die Schlümpfe, ein Kinderspiel. Und... poltern heute einen sexistischen, chauvinistischen, versauten Witz nach dem anderen raus, ne? Credits zu Alice Schwarzer. Mhm. Den Witz dürfte man aber noch bringen, ne? Mit den schwarzen Schlümpfen und Alice Schwarzer, das wäre, ja, denke schon. Ja, das ist ja... Weil die Alice Schwarzer, die hat auch einen sehr schwarzen Humor, finde ich. Pass auf den Igel auf, der killt dich jetzt gleich. Und die Stelle ist jetzt auch fies. Welche denn? Ja, aber das wusste ich ja schon vorher vom vorherigen... Weil du da jetzt in den Exit rein musst. Okay, das ging relativ gut von der Hand. Richtig. So, und... So, hier sind Würmer. Die sehen total geil, total derpy aus und... Ich mag das Level. Nee, ich mag hier diesen zweiten Teil jetzt, den mag ich. Auch wenn da gleich diese totalen Anarcho-Igel rumfliegen. Anarcho-Igel. Ja, die da von der Wand abprallen ja, ich weiß und schon, was so du meinst. Brummen. Die dieses seltsame Brummgeräusch machen.
Die fand ich auch immer echt extrem ätzend als Enemies im Spiel. Was findest jetzt du eigentlich, oh Gott, wie soll ich das sagen? Lass uns mal kurz über mich reden. Ich mag das zwar eigentlich nicht, aber du bist... du bist ja, oh Gott, dieses böse Lachen schon. Und zicke, zacke, Igelkacke. Hat er mich doch noch gekriegt. Was findest du? Was ist bei mir schöner anzusehen? Jump'n'Run oder... Arsch. Jump'n'Run oder RPGs? Jump'n'Run. Ja? Definitiv. Ja. Weil ich auch eigentlich voll kein RPG-Fan bin. So. Ja, aber ich bring doch keinen ganzen Satz raus bei einem Jump'n'Run. Ja, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja um deine Leistung. Leistung, hat er gesagt. Ja, du musst. Das war immer auch mein Fahrlehrer damals. Du musst Leistung bringen. Ich kann vielleicht was gegen meine Leiste bringen, wie so, aber. Diese komischen Anarcho-Igel, die überall abprallen. Und dich auf jeden Fall immer irgendwie ja, treffen, wenn du das. Die sind trotzdem irgendwie ganz niedlich. Wenn man sich natürlich auch nicht anstellt wie Peter, dann. Jetzt erstmal lang. So, und du gehst jetzt nämlich hier. Und den hier. Und schon ist man an den Anarcho-Igeln auch vorbei. So, und jetzt kommen noch Anarcho-Würmer, die einfach mal so herumfliegen. Und da ist er jetzt gerade ein bisschen zu weit gerutscht. Und hier, das habe ich gemeint mit dem cooleren Auftritt von den Spinnen. Ja, das ist cool, ja. Mit den Augen. So. Ich muss euch ja nicht erklären, was das zeigen soll, oder? Also so... Hä? Wenn wir dann... Das war ein cooler Effekt. Wenn wir dann weiterspielen können. Ja, auf jeden Fall. Also was heute mit dir los ist, ich bin gezwungen, dich hier in unregelmäßigen Abständen hier zu loben. Also, du bist wahrscheinlich gar nicht der Echte. Ja. Wahrscheinlich bist du irgendwie der böse Zwilling aus der Bizarro-Welt. Xilef oder so. Wie hast du das rausgefunden? Ja, weil du einfach gute Witze machst heute. Oder gute Sprüche, gute Effekte, mal irgendwie... schlagfertig bist, also irgendwas ist hier oberfaul. Wie er mich mit jedem Spruch, den er gerade bringt, wo er mich eigentlich loben möchte, immer weiter demotiviert. Das vergiftete Lob, das ist eine Kunst. Ja. So. Exit übrigens. Und? 14, na wunderbar. Mal sehen, ob wir noch eine Floßfahrt schaffen. Du hast noch die Möglichkeit, 15 Sterne zu kriegen jetzt. Ja, gucken wir mal. Akt 7. Obwohl, ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn du die Grotte in der Grotte... Jetzt hast du es auch richtig verstanden, ne? In der Grotte, die 25 dann voll hast, kriegst du auch noch das Floßlevel. Ja, jetzt gucken wir halt einfach mal. Wir sind hier gerade bloß übrigens, Freunde, wir sind hier gerade bei dem, bei Heinos Lieblingslevel. Dam Dam. Warum denn Heino? Weine nicht, wenn der Regen fällt. Ja, das war aber Drafi Deutscher. Marmorstein und Eisenbricht war von Drafi Deutscher, da hat Heino nichts mit zu tun. Stimmt. Vergisst alles, was ich gerade gesagt habe. Ich bin doch auf den Schneiden drauf gesprungen. Sag mal, die Hitbox von dem Spiel, die ist auch ein bisschen metrosexuell, oder? Ja, die Physics sind, wie gesagt, ne? Ja, im ersten Versuch hatten wir sie noch gelobt, aber gerade die ganzen Sprungen. Der Zerschmetterling, ey. Und ein Letterschmink. Den nehme ich mit. Und dich nehme ich auch mit. Weil das schaffe ich noch. Warte, ich will nochmal so einen coolen Sprung machen. Ja, ich weiß, ich könnte das Ding mitnehmen, aber... Nee, das kannst du nicht mitnehmen. Du musst den coolen Sprung machen. So. Und jetzt musst du auch nach unten gleich und das Dingsbums abholen. Ja? Das Springsbums, genau. Also sagen die Maden hier, die wurmen mich schon etwas. Oh, aus langem Scheibenwischer, ne? Bei solchen Gags. Wie, nee, da musst du nicht. Nein, falsch. Wie nein. Der dicke Scheidenfischer, ne? So. Ist so ein Spruch bei uns. Was hast du jetzt gesagt? Ich glaube, du hast es schon ganz richtig verstanden, wenn du mich so fragst. Ich distanziere mich komplett von diesem Projekt. Auch weil du dich wieder dumm anstellst. Ich habe dir gesagt, da musst du nicht. Ja, aber wo muss ich denn hin? Das Ding hat 10 Meter weiter hin. Ja, wo muss ich denn hin? Links. Ach so. Hier? Nein, links. Ach so, einfach nochmal komplett zurück. Links. Da jetzt hoch. Pilze mitnehmen. Jawohl. So, und jetzt da hoch. Jawohl, Chef. Und dann aufpassen auf diesen bösen Vogel. Nein, oder Moment, jetzt nach links. Ich kratze mich gerade im Auge. Oh. Ja, aber der wirft mit Eicheln nach dir.
So, und jetzt musst du ganz nach rechts es schaffen, ohne dich am besten von den ganzen Nüssen da treffen zu lassen, von dem bösen Vogel. Kann man den... Der Vogel tut dir übrigens selber auch weh. Kann man den irgendwie tot machen? Nein. Ja, jetzt bist du... Oh, da doch nicht runter! Jetzt bist du genau da... Oh, du regst mich gerade voll auf, weißt du das? Was meinst du denn? So, hier? Ja, und da jetzt irgendwie hoch. So, dass du nicht stirbst. Okay. So, zum Beispiel. Und da ist der Exit, den du vielleicht siehst. Gut, der Timer ist abgelaufen. Oh je. Ja gut, dann würde ich sagen, danke, dass du dabei warst, Markus. Ja, für heute erstmal. Und wir, nächste Session kommt. Genau, und wir sehen uns dann in Akt 8, den Sümpfen, wo ihr da schon mal nochmal kurz reinschnüffeln könnt. Sieht das nicht geil aus? Der Frosch hat auch was genommen. Das ist der Epic Frosch auf Bekifftheit. Epic Frosch auf Bekifftheit. Yay, der ist ja was doch besser. Gut. Hast du gerade gesehen, was der Schlumpf gemacht hat? Nee, weil er so dumm rumgestanden ist? Hat gegähnt, oder? Nein, hat Rabbelbewegung gemacht. Was? Das müssen wir jetzt... Komm, so viel Zeit darf doch sein. Ja, warte nochmal ab. Jetzt hat er erst gegähnt und jetzt... Na, komm. Ja, was meinst du, warum die sich so vermehren? Ja, mit Schlumpfine. Ja, was haben die eigentlich gemacht, wo die noch nicht da war? Haben die adoptiert? Fragen über Fragen. Ja, Schlumpfine wurde doch künstlich geschaffen. Ja, das weiß ich ja von Gargamel. Hatte damals auch noch schwarze Haare, ne? Ja. Bisschen mehr auf Gothic-Trip und so. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Part von Die Schlümpfe. Genau. Und dieses Projekt kann ich jetzt schon mal sagen. Also die ersten Parts werden hintereinander kommen, aber es wird vielleicht nicht so regelmäßig kommen wie meine anderen Projekte, weil wir einfach mal wieder abgucken und abmessen müssen, wann Markus Zeit hat und genau, wann er auch mal was Wichtiges zu tun hat im Leben. Gut, alles klar. Vielen Dank. Peace out, ich bin draußen. Peace out, der ist draußen.